Gemeine an den Klimawandelproblemen ist, dass die halt einfach mit einer großen Verzögerung kommen, nicht? Also es ist ja nicht so, ich fahre jetzt Auto und eine Stunde später trifft mich der Klimawandel, sondern es wird dann die Kinder und Enkelkinder treffen. Und das ist einfach so das Problem. Mir geht es ja heute ganz gut, warum soll ich etwas ändern? Das ist also, das ins Bewusstsein reinzukriegen, ist halt relativ schwierig. Im Prinzip sind wir in der Stadt super abhängig von Importen, sei es halt irgendwie Energie oder Wasser oder Lebensmittel. Alles Mögliche, was wir in der Stadt brauchen, muss eigentlich hierher kommen. Und deshalb ist es ist die große Frage, wie kann man denn irgendwie Stadtleben überhaupt nachhaltiger gestalten? Am 1. Januar 2016 wurden die Ziele für nachhaltige Entwicklung, auch SDGs genannt, beschlossen. Sie streben Nachhaltigkeit auf ökologischer, ökonomischer und sozialer Ebene an. Hierzu wurden 17 Oberziele festgelegt, die sowohl die Länder des globalen Nordens als auch des globalen Südens in die Verantwortung nehmen. Ziel Nummer 11 bezieht sich auf nachhaltige Städte und Siedlungen. Seit 2007 leben weltweit mehr Menschen in Städten als auf dem Land, weshalb dieser Ansatz mehr und mehr an Bedeutung zu gewinnen scheint, wenn ein nachhaltiger Lebensstil etabliert werden soll. Doch was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt für das Leben in Städten wie zum Beispiel Berlin? Was sind mögliche Zukunftsvisionen für einen nachhaltigen Lebensstil in Deutschland? Städte haben natürlich den Vorteil, wenn man das komprimiert hat, also viele Leute auf engem Raum waren, dass wir zum Beispiel auch weniger Gebäudefläche haben, weniger Land versiegeln. Durch diese kompaktere Struktur wird das natürlich von dem Landschaftsverbrauch besser. Wir können auch besser heizen, aber wir haben natürlich das Problem, wenn Sie die Häuser auf der Fläche verteilen, dann ist es wesentlich einfacher, den Energiebedarf mit Solarenergie zu decken. Im urbanen Bereich wird es schwieriger. Wir haben dann auch noch Schwierigkeiten, dass das Haus gehört meistens jemand anders wie derjenige, der drin wohnt. Das heißt also, man kann selber auch gar nicht so viel aktiv etwas machen. Und da müsste man auf neue Konzepte eingehen. Da gibt es zum Beispiel die Ideen, Mieterstromprojekte zu machen. Der Vermieter baut Solaranlagen und vermietet oder verkauft den sozusagen direkt an die Mieter, dass man also die Solartechnik in die Gebäude reinkriegen. Es gibt einen internationalen Wettbewerb von Studenten, schon seit längerer Zeit. Angefangen hat in den USA, dann hat das auch in Europa übergegriffen. Und hier ist das Ziel, dass Studierende ein Plus-Energie-Haus entwerfen. Das heißt wirklich ein Haus, was den Energiebedarf, der übers Jahr von dem Haus gebraucht wird, für die Heizung, für die Wärme, was das Haus sich dann selber deckt. Und dann bleiben eigentlich zwei Technologien, die sehr stark groß verfügbar sind, die Windenergie und die Solarenergie. Das heißt also, mit Wind- und Solarenergie zusammen können wir den kompletten Energiebedarf in Deutschland decken. Nur die beiden Energieformen haben natürlich einen Nachteil, dass die halt schwanken, nicht? Also wir wissen alle, mal weht der Wind nicht, mal scheint die Sonne nicht und dann müssen wir das Ganze natürlich mit Speichern noch ergänzen. Das heißt also, die wesentlichen Energieformen, die anderen werden auch eine Rolle spielen, aber die wesentlichen Energieformen werden Solarenergie und Windenergie sein in Kombination mit Speichern und damit werden wir dann künftig auch die Energieversorgung in Deutschland sicherstellen können. Ja, es gibt vor allem kleinere Städte, die versuchen, sich hier auch nachhaltig zu steigern. Es gibt Gemeinden, auch Stadtwerke, die jetzt heute schon fast 100% erneuerbar haben. Ich begrüße Sie recht herzlich hier in Veldheim, den kleinen Ort im Fleming. Wir sind ein energieautarker Ort. Das heißt, wir beziehen den Strom aus dem Windpark. Gänzlich für unseren Ort, auch für unsere Agrargenossenschaft. Wir haben hier eine Agrargenossenschaft, die bewirtschaftet 1700 Hektar. Wir bekommen aus der Biogasanlage, die hier im Ort steht, die entstanden ist mit der Agrargenossenschaft und Energiequelle GmbH, kriegen wir Wärme für den ganzen Ort. Mit der ersten Wärme Übernahme in den Grundstücken hier, die alle mitgemacht haben, der ganze Ort anschließen, da war man auch noch ein bisschen skeptisch. Klappt das oder klappt das nicht? Wir hatten ja kein Vorbild, wo wir sagen können, die heizen da schon ein paar Jahre so von der Biogasanlage. Das hatten wir ja alles nicht. So, hier sehen Sie noch die Biogasanlage. Diese Mikroorganismen erzeugen diese
dieses Gas, was verbrannt wird und dann unsere Pufferspeicher, da stehen zwei Pufferspeicher, je 45 Kubik. Das ist die Warmwasserversorgung für den ganzen Ort hier. Wir sind ein windfreies Gebiet hier. Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, habe auch hier in der Gegend gearbeitet. Im Sommer haben wir uns immer gefreut, wenn mal Windstille war. Und daher stehen auch bei uns jetzt 55 Energieerzeugungsanlagen. Das sieht man echt nicht so gut heute. Ja, heute ist gerade wirklich schlecht, aber sie haben sich das Wetter selber so bestellt. Ja, hat irgendwer nicht aufgegessen gestern. Ja. Sonst hätten wir hier ein wunderbares Bild von unserem ganzen Windpark gesehen. Ganz im Hintergrund sehen wir eine Dachfarbe. So einen kleinen Schatten sehen wir da schon. Ja, also ein bisschen Wind muss da in sie laufen. Das sind die Stunden, die sie bis jetzt gelaufen ist. Und das ist die Menge, die sie bis jetzt produziert hat. Sie arbeitet ungefähr knapp 2 Jahre jetzt. Jetzt müssen wir mal gucken. 17.524.142 Kilowattstunden. Was hier entstanden ist, das ist enorm, was die Wissenschaftler oder Diplom-Ingenieure und Techniker entwickelt haben. Das ist herausragend. Und wir beschreiten den Weg der erneuerbaren Energien. Denn wir wollen weg von der Atomkraft nach und nach. Denn die ist gewaltig und sehr gefährlich. Es wird nicht ewig Uran geben. Es wird auch nicht ewig Öl und Erdgas geben. Und da müssen wir uns doch auch. Und gerade wir in Deutschland sind ein rohstoffarmes Land. Sehr abhängig von anderen großen Industrienationen oder solche Nationen, die solche Schätze haben. Wa? Das Neueste, was wir seit 1,5 Jahren haben, ist die Zukunft, wo wir sagen können, wir sind wirklich auch gesagt, ist ein Batteriespeicher. Wenn wir auf erneuerbare Energien gehen wollen, müssen wir auch Energiespeicher haben. Denn in windreichen Zeiten, wenn man die Energie nicht verbrauchen kann, kann man damit speichern und dann zu jeder Zeit wieder abgeben. Das ist mal, und es entstehen langsam schon mehrere Speicher in Deutschland. Vielleicht von der Größe jetzt noch nicht, aber das wird die Zukunft zeigen. Und damit sind wir wirklich energieautark. Der andere Problempunkt ist natürlich der Transport. Sind wir also gerade in der Stadt, Riesenprobleme mit Transport, auch vor allem mit der Luftverschmutzung. Fast in sämtlichen deutschen Städten werden die Grenzwerte für Luftschadstoffe, vor allen Dingen durch den Verkehr, entsprechend hier durchbrochen. Da gibt es natürlich die ganz üblichen Konzepte, Verkehrsvermeidung, mehr Nahverkehr, mehr Radverkehr, und vor allen Dingen, man müsste sich einfach mal durchregen und sagen, also okay, dann wird der Diesel, das Dieselfahrzeug im Innenstadtbereich einfach verboten, weil es einfach für die Leute tödlich ist. Und den Schritt muss man sich einfach trauen. Aber da hat natürlich auch die deutsche Politik irre Angst vor dem deutschen Autofahrer, der sich nichts verbieten lässt. Also gerade so eine Stadt wie Berlin hat ja auch erstmal sehr viele Fortbildungsmöglichkeiten, nicht? Also erstmal, man kann sich auch engagieren. Das ist also, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig, dass man einfach versuchen, ein bisschen eine Bewegung auf den Weg zu kriegen, dass also auch sichtbar wird, dass also viele Leute diesen Umschwung auch haben wollen. Und man kann zu Hause anfangen, einfach den Stromanbieter wechseln. Das braucht man nicht nur in der Stadt, das kann man überall machen. Grüner Stromanbieter, schwupp, habe ich 1 Tonne CO2 eingespart, habe auch ein Zeichen gesetzt. Also wenn das alle machen, dann sind wir da auch viel weiter. Man kann natürlich im Verkehrsvermeidungsbereich aufpassen. Am besten das Auto. Hier in Berlin braucht man wahrscheinlich sogar gar kein Auto, zumindest mal im Innenstadtbereich. Man kann also hier verkehrsvermeidungsmäßig sich engagieren. Man kann natürlich im Ernährungsbereich auch einiges machen. Also es gibt hier wirklich viele Möglichkeiten. Und da kann auch jeder, sag ich mal, nach seiner Fasson. Manche sind besser im Ernährungsbereich, manche besser im Verkehrsbereich unterwegs. Und am besten ist natürlich, man macht alles. Ich bin Signe. Ich wohne in der Otavi-Straße
Und mein Wunsch für dieses Jahr ist eher ein egoistischer. Ich möchte in die Niederlande gehen und ich hoffe dann, wo auch immer ich hinkomme, gibt es auch eine Transition Town Gruppe, in der ich mich einbringen kann. Die Weddingwandler sind eine Nachbarschaftsinitiative, einfach lose zusammengewürfelt. Wir treffen uns einmal im Monat, meistens bei irgendwem zu Hause, und überlegen uns dann, was können wir oder was wollen wir in der nächsten Zeit so machen. Wenn du jetzt fragst, inwieweit tragen unsere Projekte zu einem nachhaltigeren Berlin bei, dann würde ich erstmal sagen, vielleicht, auch wenn sie keinen direkten Impact haben sollten, tragen sie trotzdem zu einem nachhaltigeren Berlin bei, einfach weil Nachhaltigkeit als Thema mehr in die Köpfe der Menschen irgendwie reinrutscht. Also wir beschäftigen uns wahnsinnig viel mit diesem Thema und wie gesagt, dieses lose Netzwerk, da hoffen wir, dass wir diese Leute anstecken. Da sind super viele verschiedene Themen dabei. Eine Sache ist zum Beispiel das Lastenrad hinter uns. Der Hintergedanke vom Lastenfahrrad ist, dass man erstens damit Dinge transportieren kann, ohne Öl zu verbrauchen, weil es halt einfach mit Manpower läuft und mit Muskelkraft. Und gleichzeitig hat sich die Mobilitätsgruppe aber auch überlegt, bringt es uns irgendwie nicht so viel, wenn jetzt alle Leute plötzlich ein Lastenfahrrad vor der Tür stehen haben. Und man kann es halt auch einfach teilen. Und da kam dann die Idee auf, ein Fahrrad zu bauen, was halt tatsächlich für den Kiez ist, was sich Leute ausleihen können. Und das Fahrrad an sich somit dann ja auch viel mehr im Umlauf ist. Ist ja Quatsch, wenn das rumsteht und rostet, weil man das halt nur einmal die Woche braucht. Und da ist sozusagen auch, also letztendlich habe ich halt dieses Fahrrad mitgebaut und das war halt ein Prozess, der sich über ein Jahr gestreckt hat. Aber letztendlich haben wir da also erstmal ganz viel selbst gelernt. So, ne? Wir waren halt eine Gruppe von ungefähr 5 Leuten. Aber wir haben auch mit anderen Partnern zusammengearbeitet, ne, um halt das Projekt zu realisieren. Also wir haben hier im Jugendhaus am Nauner Platz, haben wir sozusagen die Werkstatt benutzen dürfen. Und auch da ist wieder eine Kooperation entstanden und wir kennen uns inzwischen, ne, und mögen uns. Und immer wenn wir jetzt wieder mal gemeinsame Aktionen machen, dann wissen wir schon, wie das alles funktioniert. Und so tragen wir halt auch so ein bisschen dazu bei, dass die Leute sich wieder mehr kennenlernen und dass verschiedene Verbindungen entstehen. Und das, also in dem Sinne soziale Nachhaltigkeit, versuchen wir da halt irgendwie auch mitzuwirken. Also wenn alle Länder auf der Erde den gleichen Lebensstandard und die gleichen Ernährungsgewohnheiten wie Deutschland an den Tag legen würde, dann würde also die Welt sowieso jetzt schon sofort zusammenbrechen. Also das ist das Problem. Das heißt also, wir wissen, alle Länder können es gar nicht so machen wie wir. Eigentlich müssten wir es ändern. Nur wenn ich mich einfach umschaue und wenn man den Leuten sagt, naja, okay, dann verzichtest du halt auf das Auto, isst kein Fleisch mehr, dann ist die Begeisterung gleich ziemlich am Boden, muss man ganz klar sagen. Was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich, dass tatsächlich der Druck auf die Politik wachsen würde, nachhaltig zu handeln und auch klar zu machen, dass Nachhaltigkeit auch manchmal unbequem ist. So, das heißt halt, dass man nicht 5 Kilometer mit dem Auto fahren sollte. So, das ist unbequem, aber es ist einfach so. Und das heißt auch, dass man vielleicht auf die leckeren Avocados aus Costa Rica verzichten muss im Winter, ne, oder die Äpfel aus Neuseeland nicht essen kann. So, ich meine, genau, und dass das einfach mehr ins Bewusstsein rückt und dass auch mehr Leute den Mut haben, das zu sagen, dass Nachhaltigkeit und dass, wenn wir das Klima irgendwie einigermaßen retten wollen, dass das auch stellenweise, zumindest an einigen Punkten, mit Verzicht verbunden ist. Es reicht nicht zu sagen, das muss die Politik machen, es reicht auch nicht zu sagen, das müssen die Bürger machen, sondern das müssen wir irgendwie alle machen. Und da ist, glaube ich, super wichtig, dass jeder versucht, den Bereich zu finden, in dem er sich motivieren kann. Weil die Welt ist einfach total abgefuckt. Wir haben ungefähr alles kaputt gemacht, was es auf dieser Welt gibt. Wir müssen ungefähr alles irgendwie wieder hinbekommen. Und das ist einfach viel zu viel für einen Menschen. Das geht gar nicht. Also ich kann mir nicht vornehmen, die ganze Welt zu retten. Und Angela Merkel kann sich auch nicht vornehmen, die ganze Welt zu retten. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nur, wenn wir alle zusammen loslegen, und zwar jetzt.